Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mario & Rabbids Kingdom Battle. In dieser Folge werden wir in Kapitel 4 einsteigen. Moment, wollen wir das jetzt nochmal durchlesen? Es ist überlebenswichtig, dass wir die aufhalten, bevor er noch weitere Abscheulichkeiten. Ah, guck! Mensch, na sowas! Wir haben schon wieder eine Nachricht von unserem mysteriösen Freund erhalten. Ich lese euch mal vor. Bravo, Bibo, du hast deine Truppe erfolgreich durch Prüfungen und Gefahren geführt, die selbst eines Odysseus würdig gewesen wären. Endlich! Jemand gibt mir die Anerkennung, die ich verdiene, währenddessen Mario gibt ihm die Anerkennung, die er verdient. Das ist natürlich in erster Linie Mario und deinen Rabbit-Freunden zu verdanken, deren Kampffertigkeiten du vollkommen unterschätzt hast. Mario nickt dabei. Ja, nun. Bla 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 bla, neue Werkzeuge. Bla 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 bla, eine Aktion. Bla bla bla, Heldensicht. Bla bla bla, Schild. Bla bla bla, Superbarriere. Ich überlasse es euch herauszufinden, wie ihr eure neuen Gaben am effektivsten einsetzt. Weitere Geschenke folgen vielleicht. Voller Vorfreude, größter Fan, bla 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 bla. Na dann. Ja, niemals Karten spielen, bla bla. Alles nie passiert. Haben wir alles vorher noch nicht gehört. Kann man hier abdrücken? Okay. Das sah so aus, so verdächtig. Oh. In diesem Falle... Waffenauswahl. Was können wir Geiles Neues kaufen? Für ihn zwei, für dich immer noch nur ein. Das Grundding will ich erstmal nicht kaufen. Aber das Ding mit dem Feuer gegen Hopsa, oh, das klingt gut. Kaufen wir. Ja, ja, wir rüsten sie auch gleich aus. Ein Feuer. Jojo, okay. Klingt nach einem guten Plan. Oh je. Besiege alle Gegner. Oh oh. Seht euch diese verdächtigen Hindernisse an. Sie tragen dasselbe Super-Effekt-Symbol wie die meisten Waffen. Sie sehen so aus, als würden sie gleich explodieren. Wir sollten möglichst keine Waffen in ihrer unmittelbaren Nähe benutzen. Mhm. Na dann. Was soll schon schief gehen? Hey Mario. Nee, nicht den. Den da. Greift den da mal an. Ich will wissen, was passiert. Moment. Achso. Möchte dieses hier. Heldensicht. Dann sieht er, wenn die sich bewegen. Aber das muss ich auslösen. Ach so. Boom. Nicht den. Den da. Purer Mord. Okay, die Heldensicht hat ihm auf jeden Fall geholfen. Nice, das funktioniert so. Sehr gut. Boing. Dann bringen wir gleich den nächsten um. Nicht den. Den da. Nice. Also super Barriere. Viel weniger Schaden. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, das geht auch. Nice. 100%? Nee, 50 nur. Schade. Na gut. Boing. Beide 50%. Naja, versuchen wir unser Bestes. Ging schief. Schade. Oh, whatever. Ja, macht halt alle mal. What? Kriegt immer noch Schaden, aber nicht mehr so viel. Na, von mir aus. Ah, das ging daneben, du Idiot. Du bist hässlich und kannst nichts. So, Mario ist erstmal ziemlich nutzlos an dieser Stelle. Ich komme nicht mehr dahin. Ach du Jemini. Aber er kann sich ja hier hinstellen und kann erstmal dem anderen schon mal auf die Fresse geben. Kann die Heldensicht jetzt nochmal aktivieren? Ach so, drei Züge. Nur alle drei Züge. I see.
Erstmal schön eine reingegeben. So ist das. Der ist damit tot. Ah. Hui. Here we go. Ja, ja. Das war unter Umständen total dumm, was ich jetzt gemacht habe. Nein, 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 nein. Ich will erstmal Rabbit Peach, please. Also Mehrfachzug geht immer noch nicht. Das ist schade. Ja, ich treffe ihn nicht. Schade. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Barriere entfernen. Na, dann machen wir das doch, oder? Richtig blockiert. Ja, ist doch egal. Ach so, ich kann ihn nicht mal mehr sehen. Das ist ja lustig. Dann machen wir das Ding mal kaputt. Was? Das ist ja dreist. Da trifft er den Mario tatsächlich. Er trifft Rabbit Peach. Alles klar. Alles klar, Freundchen. Jetzt gibt's auf die Fresse, aber sowas von. Jetzt gibt's auf die Fresse, Freundchen. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. 100%. Ich hau dir in dein Maul. So. Bam, Alter. So geht das ja mal gar nicht, ne? Wichtig, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das macht schon irgendwie Spaß, so dumme Bewegungen zu machen. Rabbit Peach, Rabbit Luigi Typi, du musst es tun. Und dann nutzt du Peach und springst in Sicherheit. Yeah, taktisch einwandfrei. So dumm. Ich liebe es. Man kann so viel Unfug machen. Okay. Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu erkunden, ne? Ne, sieht nicht so aus. Doch, da. Na, das wird wahrscheinlich die andere Seite einfach sein, ne? Naja. Interessanterweise sieht das Schlachtfeld hier anders aus. Was das wohl zu bedeuten hat, ich weiß es ja nicht. Oh, da ist gleich die nächste Schlacht. Na, das kann ja gar nicht schief gehen, oder? Oh. Besiege alle Gegner. Ach du Jemine. Seltsam, obwohl es so scheint, als wären hier nur zwei Hindernisse mit Rabbit-Markierung. Erfassen meine Sensoren. Vier, seid vorsichtig, sie könnten als normale Hindernisse getan sein. Aha. Ach du Jemine. Naja. Jo, lass dich schießen. So muss das. Nice. Einen schon mal down gekriegt. So muss das. Die Helden sich. Versuch ist es wert. Machen wir einfach mal an. Okay, hier ist nichts Sinnvolles. Leider. Alles zu weit weg. Kann ich mich hinter die Röhre stellen? Nee, ne. Bin noch nicht sicher. Versuchen wir es. Also ich könnte ja erstmal den da umbringen. Ich erinnere mich. Wenn ich Glück habe, treffe ich ihn direkt. Passt. Gut. Nee, du nicht. Hier bin ich mir halt nicht sicher. Das könnte halt schief gehen. Ach, was soll das? Nice. Der hat auch getroffen. Ich weiß nicht, wie groß der Explosionsradius von dem Ding ist. Also, an. Bisschen Schaden reduzieren.
dein Dings brauchen wir nicht, was auch immer das zu bedeuten hat. Okay, gut. Oh oh, wo kommen die raus? Da. Jawohl. So musst du das erstmal gleich Schaden reinknallt. Was? Ach, ja dreist. Ich meine, die Explosionskiste sind garantiert die Dinger, die hätte ich in der ersten Runde besiegen müssen. Oh, das ist ja schön. Der wenigstens einer verfehlt. Gut. Nein. Doch. Doch, so muss ich. Die Steuerung ist irgendwie noch weird. Oh nein, ich kann dich nicht treffen. So muss das. Oh, der ist sogar noch in Reichweite. Das ist ja lustig. Moment. Wie sieht's mit deiner Reichweite aus? Du kannst nicht. Okay. Aber du kannst dem eine reindrücken. In den killen. Anschließend stellst du dich hier hin. Triffst ihn zu 100%. Der ist tot. Wie ist denn das? Die sind jetzt beide schon da, ne? Das heißt, da hinten hin feuern. Attack der Kamera, please. Ja, da hinten hin feuern hat keinen Effekt mehr. Schade. Na gut. Dann hau halt mal drauf. Batsch, jawoll. Ja, setz die halt mal ein. Ich weiß nicht, was die genau bringt und was der Unterschied ist zu dem, was Peach da kann. Könnte entweder den killen. Wie ist denn das? Hat Mario schon angegriffen? Naja, Mario hat schon angegriffen. Okay. Dann killen wir erstmal den da zu 100%. Hoffentlich. Der lebt. Scheiße, er hat 1. Nein, wie ungünstig. Sonst kann keiner hier mehr was machen. Verdammt. Sie leben beide. Oh, fuck. Ungünstig. Ungünstig. Na gut. Fuck. Kriege ihn nicht mehr, tot. Das ist ja doof. Also ich kriege ihn schon tot, aber nicht so, wie ich wollte. Feuer. Oh, das ist ja süß. Er hat sich selber angezündet. Luigi, was machst du? What? What? Was war das denn jetzt? Wie viel Schaden hat er noch? Der hat 20, den kriege ich tot. Wie ist das, Mario? Du kannst den attackieren. Du kannst ihn attackieren, gut. Dann ist ja klar. 50% Trefferchance. Lol, ich kann durch die Kiste durchschießen, das ist ja lustig. Das war mir nicht bewusst. Naja. Wirklich, wie unhöflich. Dann gehen wir da nicht hin. Dann geh lieber weit weg. Geh lieber weit weg. Und du gehst am besten in ihre Nähe. Lol. Ist ja lustig. Batsch, tot. Und gleich ganz weit weg. Hui. Mario erstmal einen Kilometer gelaufen. Schlacht gewonnen. Okay. 3 von 5 Züge. Also wir sind ganz gut unterwegs. Geheilt werden wir auch. Mario nicht, weil der hat schon volles Leben. Wir kriegen extra Geld. Nice. So muss das. Wir können uns gleich schon wieder die nächste Waffe kaufen. Dann könnten wir eigentlich Rabbit Peach auch schon eine geben. Auch wenn Rabbit Peach jetzt noch keine wirkliche Waffe bekommen hatte irgendwie. Halt schade, dass wir die Dinger jetzt nicht mehr hochjagen können. Oh. Was haben wir denn hier? Aha. Aha.
Weiße Rabbits. Mhm. Falsch. Okay. Das ist doch safe. Achso. Wir wissen noch nicht, wie man das tut. Das wirft so viele Fragen auf, aber vielleicht bleiben sie lieber unbeantwortet. Ja, wenn du das meinst, Bipo. Oh nein, ein Labyrinth. Okay. Mhm. Hier gibt's kostenlos Cash, den nehmen wir mal mit. Oh, hier ist eine Waffe, die will ich haben. Okay, offensichtlich müssen wir da den Weg laufen. Gut. An der Waffe ist es nicht, aber da ist irgend so ein Item halt, das ich haben will. Das hole ich mir jetzt, weil ich hab's verdient. Ich hab verdient, das zu besitzen. Ja, so einfach ist das. Gib her. Also, es ist keine Waffe, schade. Gartenhopser, aha. Siehst du mal. Also, da geht's wieder nicht weiter. Also, hier geht's dann raus. Okay. Komme ich hier auch durch? Hä? Aha. Oh. Oh, oh. Shit. Ich weiß nicht, wo die sind. Verdammt. Hey, ihr zwei, da hört auf, sonst tut sich noch einer weh. Das juckt die, glaube ich, nicht so wirklich. Okay, das erste Mal den roten Kreisel verkackt, weil ich gar nicht weiß, wo zwei von diesen Dingern sind. Oh, der taucht wieder auf. Na, ist ja schön, da habe ich noch 20 Versuche. Okay. Da waren zwei bestimmt hier unten. Ja, unten sind bestimmt zwei. Da ist Kapitel 5, da will ich nicht hin. Was ist denn dann auf der anderen Seite? What? Aha. Da ist eins. Aha. Da waren die anderen beiden. Okay, I see how it is. Wie dreist. Easy. Oh, da kriegen wir sogar... Gold ist, glaube ich, Waffe immer. Bisher war Gold, glaube ich, immer Waffe, ne? Aha. Dann gib mal her, das gute Stück. Haben wir verdient. Ja, neue Waffe. Für... Rabbit Peach, nice. Finden wir ein neues Elementarteilchen, wenn wir mit dem Puzzleteilchen beschleunigen auf unsere Visa-Sache feuern. Die Ideen sind unbegrenzt scheinbar. Okay, was ist dann hier, wenn hier nicht Kapitel 5 ist? Also, hier ist Geld. Wow. Okay, dann kriegt jetzt Rabbit Peach gleich noch was total Schönes. Und dann gehen wir wohl scheinbar in Kapitel 5 rein. Das wird interessant. Zeitlich ist das noch drin. Gut, jetzt möchte ich euch erstmal gerne in die Kampfzentrale, please. Waffenauswahl? Nicht du. Du! Stoßschaden und 30% gegen Ziggis. Jawohl, jetzt haben wir alle ausgerüstete Spezialwaffen. Nice, so muss das. Machen wir noch schnell das Ding und dann ist der Part auch schon wieder vorbei.
Mexico. Wo bist du, Bruder? Okay. Das ist ja lustig. Okay, mit diesem Dings, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Eine Schlacht ist es noch. Und die machen wir in der nächsten Folge. Falls euch die gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!